Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier von mir auf meinem Kanal. Wir haben das letzte Mal Frachtbeförderung gespielt. Ich würde sagen, wir spielen heute was anderes und ich dachte mir so, vielleicht spielen wir uns einfach mal durch die 7 Modis durch und starten mit King of the Hill und jetzt spielen, damit ihr sofort seht, so wie das, ja, ne? Also ich würde dann immer in dem Hauptmenü starten und würde einfach mal mich durch alle Modis mindestens 2 Runden durchschlagen und je nachdem, worauf ich dann auch mehr Bock habe. Da ich nicht so ein geiles Videoformat machen kann, wie damals der Zombie gemacht hat, der richtig, richtig, richtig cool Team Fortress 2 gespielt hat. Der hat immer so eine Klasse aufgesetzt, hat dann im Thumbnail reingemacht, welche Sachen er nutzt, hat die dann kurz beschrieben, also welche Items er benutzt, hat dann kurz beschrieben, welche Items er benutzt, was sie können und wie toll die sind oder wie schlecht die sind. So ein paar echt gute Sets hat er zusammengestellt. Das kann ich halt nicht. Ich bin halt nicht gut. Ich bin halt kein... egal. Aber trotzdem... möchte ich natürlich weiterhin Team Fortress 2 zeigen, weil ihr echt gut drauf ankommt. Ich es eine gute Abwechslung zu KSP finde. Und wie gesagt, ich möchte nicht, dass man nur denkt, Light gleich KSP. Ich möchte auch demnächst dann das mal neue, also da könnt ihr natürlich wieder gerne mitmachen. So, ich muss wieder das Ding ein bisschen leiser machen hier, das ist mir ein bisschen zu laut. Wo ist denn hier Team Fortress 2? Ganz hinten. Oh, das ist schon ein bisschen, das ist schon arg leise, egal. Ja, schon fertig. Okay. Gut, das zähle ich jetzt mal nicht als Rund. Nee. Ich mache jetzt einfach Schluss und lade nochmal ein Video. Gib dann gut Watchtime oder so. Keine Ahnung. Nein, also das zähle ich natürlich nicht als Runde. Hier, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es total vergessen. Achso, ja. Ich möchte demnächst mir einen neuen. Ach, schon wieder dieses doofe Pipi-Glas. Neuen Kanalbanner zulegen. Also wie gesagt, da könnt ihr mir gerne helfen. Und einen neuen Avatar. Ich möchte diesmal auch einen Avatar haben, wo eventuell irgendwie ich zu sehen bin. Ich habe mir da schon ein bisschen was gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr da Ideen habt, wie man den Avatar machen könnte, meldet euch bei mir. Ich möchte nicht diese von der Homepage, von dieser komischen Homepage gezeichneten, die irgendwie jeder YouTuber jetzt hat, diese komischen Bilder, die auch Manuel hat, nehmen. Aber... wenn ihr jetzt eine Idee habt, ich hätte, also ein gezeichnetes fände ich cool, aber wenn, dann sollte es schon selbst gezeichnet oder so sein, also nicht so ein Homepage-generiertes, was jeder hat, sondern schon was eigenes. Oder eins mit mir. Ich hatte mir gedacht, dass ich vielleicht so eine Art Negativbild mache, also ich erstmal die kompletten Farben rausnehme, schwarz-weiß, so von meinem Gesicht und dann schlicht und ergreifend den Hintergrund halt komplett in weiß und dafür, ups. Wir rennen hier gerade voll. Den Hintergrund komplett... ah, okay. Wir sind ja auch noch in der Aufwärmphase. Den Hintergrund komplett in weiß. Und alles, was so ich bin, praktisch in schwarz, sodass man nur die Umrisse erkennt von mir. Fände ich eine ganz coole Idee, aber weiß jetzt nicht, wie cool die natürlich ist. Könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Den habe ich mir jetzt extra zeigen lassen. Oh, da hat mir jemand meinen Pfeil angezündet. Jetzt brennt der Typ. Ah. Au. Au. Das tat weh. Okay. Aufhören mit dem... ich fange irgendwie immer mit dem an, weil mit dem Bogenschütze kann man relativ wendig spielen, aber wenn man dann so ein bisschen weiß, worauf man sich gerade einlässt, dann... nee. Und ich möchte den Punkt in der Mitte auch einnehmen. Ich möchte ein bisschen Objective spielen und dementsprechend, jetzt brauche ich erstmal was reinbratzt und auch ein bisschen aushält. Da könnte ich jetzt auch den Heavy nehmen, aber ich nehme jetzt erstmal den. Ne, auf jeden Fall möchte ich andere Bilder auf meinem Kanal haben, weil ich möchte nicht, dass alle Leute nur denken, ich bin ein KSP-Only-Kanal und alle anderen Videos, so ein bisschen wie bei Scott Manley, alle anderen Videos sind zwar da, aber weil Scott Manley das sich ja auch schon ein bisschen geändert hat mit Star Citizen und so, dass er die jetzt auch, dass er dafür auch schon ein bisschen bekannt ist, aber ich möchte halt nicht so einer sein, wo man denkt, ja, der macht nur die anderen Spiele ab und zu mal und KSP hauptsächlich, sondern wo man wirklich weiß, ich mach, ach, das ist ein Freund. Das ist aber kein Freund da. Was ist, Teams müssen noch von mir aus. Die Teams sind, glaube ich, ein bisschen unbalanced, weil die nicht einnehmen hier gerade. Aua. Aua. Da ist ein Turret. Ich hasse diese Auto-Turrets, diese kleinen. Deswegen möchte ich einen Kanalbanner, der zwar definitiv noch KSP beinhalten darf. KSP gehört zu meinem Kanal, aber ich möchte nicht nur KSP haben. Ich möchte, dass man so ein bisschen sieht, okay, ich mache verschiedene Arten von Let's Plays. Was ist jetzt los? Warum kann ich mich nicht bewegen? Achso, Teams sind gemischt worden, ja klar. So, jetzt haben wir aber ja hoffentlich endlich mal die Runde. Die richtige. Geh weg. Geh weg.
War das ein Direct Hit? Ja. 4, 3, 2, 1. Gib das her. So. Ja, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf das Spiel. Denn sonst bin ich wirklich nur fürs Labern und KSP bekannt. Obwohl, fürs Labern bin ich allgemein bekannt. Das ist halt so eine Let's Player-Ansicht, ne? Du bist nett, oder? Du schießt auf die da und. Du schießt ja. Stimmt, du schießt. Das heißt, du kannst gar nicht böse sein. Hm. Bist du auch nett? Ich hab immer Angst vor Spice. Welcome to the Freak Show. Tschüss. Au. Der Typ macht mir ein bisschen Probleme gerade. Fire, fire, fire. Das wusste ich. Jetzt wäre ich da nicht so runtergesprungen. Was schon? Was? Warum Missions Ends in 66? Sonst willst du mich verarschen? Hallo? Uncool? Ah, Riesenviech. Riesenviech. Oh, oh nice. Dann hat jemand einen Headshot gegeben. Was? Jetzt hat mir jemand einen Headshot gegeben. Hm. Ja, man sieht immer wieder meine Rekorde. Da sieht man, wie erbärmlich schlecht ich mit diesen Klassen immer bin. Wir können mal aber eine andere Ding nehmen. Was ist das denn hier? Das sind diese Direct-Dinger. Ich guck mal, wie ich mit dem klarkomme. Also eigentlich mag ich den nicht so sehr, aber ich will auch mal ein bisschen andere Sachen zeigen, deswegen spiele ich auch mal mit anderen Waffen. Die machen halt mehr Schaden, wenn sie, glaube ich, direkt treffen, aber die sind halt wenig Explosionsschaden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich meine, das war so. Warum in 10 Sekunden? Was ist denn da los? Das ist echt irgendwie gerade komisch. Es war doch noch 1,5 Minuten. Und jetzt? Kein Respawn. Hä? Ich verstehe das nicht. Mag die Waffe nicht. Ich mag die Klasse gerade, glaube ich, auch gar nicht. Ich möchte eine andere Klasse nehmen. Hallo? Das war der falsche. Wir könnten ja mal so abwechseln. Oh, dann nehmen wir mal wieder einen Scout. Komm, der Scout ist toll. Der kann. Ich habe wieder das Hackbeil dabei. Das kann man werfen. Das kriegt man immer wieder. Ich glaube, es macht Blutungsschaden. Okay, irgendwie ist doch nicht. Jetzt ist ein 60 Seconds. Ja, jetzt ist auch richtig. Ja, seht ihr Blutungsschaden. Ich mag kein Feuer. Wo ist ein Medikit? Medikit ist hier oben. Nein, hier oben ist der ganze. Der hat schon genommen, der Arsch. Das ist eine Munitionskiste. Da brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Hilfe! Schöner am Scout ist, dass er so wahnsinnig schnell ist, dass man einfach mit ihm hier rumrasen kann wie nix. Auf Platz 3. Vielleicht komme ich unter die Top 3, das wäre super. Nein. Schade. Alter, ich bin da festgehangen. Ich kam nicht weg. Wie doof ist das denn? Welcome to the Freak Show. Das ist ehrlich gesagt so ein Modus, wo ich nicht so sehr mag. Er ist ganz cool an sich, aber man sieht auch, es ist oftmals, dass die Teams unausgeglichen sind. Und ja, das ist dann echt nervig. Also ich sehe, dass wir hier klar im Vorteil sind. Das ist allgemein natürlich ein Problem von allen Shootern. Das ist natürlich nicht nur von Torches 2 so. Shooter können natürlich nicht erkennen, also ich stelle mir den Algorithmus vor, um wirklich gut ausbalancierte Teams zu schaffen, wahnsinnig schwer bis unmöglich vor bei Shootern, weil man ja dauernd die Teams rumswitchen müsste, also so basierend auf Skill-Level. Es sei denn, man sowas wie bei League of Legends, da geht das natürlich leichter, wenn das Team von Anfang bis Ende feststeht im Regelfall, dann ist das natürlich leicht. Teer, das ist nicht leicht, es ist leicht teer, leicht teer, als wenn die Teams wie bei Team Fortress 2 sich halt dauernd ändern. Das ist ein Teammate. Warum schieße ich überhaupt hin? Verrate ich nur mit. Strippenzieher. Wir gucken gleich uns an, was Strippenzieher kann. Ich habe gerade das Achievement Strippenzieher bekommen. Ich bin nicht unter den Top 3 gewesen, obwohl ich unter den Top 3 der Spielerliste bin, weil ich diese Runde nicht so viel gemacht habe. Na egal. Strippenzieher ist, leiten Sie 10 Eroberungen. Leiten Sie 10? Punkteeroberungen ein, die letztendlich erfolgreich sind. Okay, cool.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Mein Name ist Light. Over and out.